Sag mal, Benedikt, ist das nicht herrlich hier? Guck doch mal. Ja, total schön hier die Ecke. Ja, ist einer meiner Lieblingsplätze. Und ich liebe es, um den See zu laufen. Mhm. Aber weißt du, wo ich gerade dran denken muss? Nee, was denn? Wenn wir in der Zeit zurückgehen. Und ich mir vorstelle, ich will jetzt am See Genezareth. Ja. Naja, nicht ganz so kalt, sondern eher wärmer. Und dann werden überall Fischer auf dem See. Tja. Und Jesus wird da rumlaufen und seine ersten Jünger einsammeln. Genau, so ja. Simon und Andreas, die ihm ins Netz gegangen sind. Genau, da denke ich gerade dran. Dieses mit dem ins Netz gehen, ne? Ja. Wenn ich da mal nachhaken darf. Also, das ist doch, klingt das für dich nicht auch so sektenmäßig irgendwie? So nach Bauernfängerei? Ihr sollt Menschen fischen, sagt Jesus ja da. Mhm. Man will ja nicht wie so ein willenloser Fisch in irgendeinem Netz zappeln von irgendwelchen Ideologen, die einen an sich binden wollen. Das kann es doch nicht sein, oder? Das stimmt. Weißt du, ich habe das eigentlich immer anders gesehen und möchte es auch gerne weiter so sehen. Gar nicht so, dass das Netz einen einfängt und willenlos macht und in eine Richtung drängt. Ich denke immer, freiwillig ins Netz gegangen sind. In ein Netz, was trägt, in ein Netz, das hält, in ein Netz, das voller Liebe ist. Und dass sie einfach fasziniert waren von dem, was Jesus gelebt hat, wie er sich verhalten hat. Dass er eine Strahlkraft hatte, die spüren ließ, die tut mir gut. Und der hilft mir, meinem Leben eine Richtung zu geben, die positiv und die gut ist. Und das dann auch freiwillig getan. Und, dass die eigentlich so fasziniert von ihm waren. Genau, dass sie einfach fasziniert waren und einfach mit ihm mitgehen mussten. So. Und allerdings, wenn ich auf das Netz heute so gucke, dann macht mich das nachdenklich. Warum ist das so leer? Ja, ja. Warum lassen sich immer weniger von ihm faszinieren? Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht die Antwort. Aber wenn du sagst, mit diese Sache mit der Faszination, das finde ich interessant. Vielleicht hilft das ja, wenn wir als Christen mehr in den Vordergrund rücken, was uns ganz persönlich an Jesus fasziniert. Also wenn wir darüber sprechen, was uns an ihm fasziniert und wenn man uns das vielleicht auch anmerkt oder ansieht, dass wir von ihm ganz persönlich fasziniert sind. Ja, wenn man das dann auch ganz echt lebt, meinst du, ne? Ja. Das hängt alles zusammen, ja. Also wie ist das zum Beispiel bei dir? Was macht für dich die Strahlkraft von Jesus aus? Also dich ganz persönlich? Finde faszinierend seine Menschenfreundlichkeit, seine Zugewandtheit zu den Menschen, zu uns Menschen, mit all dem, was uns bewegt. Er steht zu Leuten, die Mist gebaut haben. Er ist denen nah, die traurig sind. Er hilft da, wo Hilfe nötig ist, ohne überzustülpen, ohne Dinge vorwegzugeben, sondern geht einfach mit den Menschen mit. Und das finde ich so faszinierend. Und setzt dann alles in Beziehung zu Gott. Finde ich toll. Ja, kann ich verstehen. Ja. Und bei dir? Ja, vielleicht so ähnlich. Für mich ist diese Nähe, die Jesus ermöglicht, auch, die steht ganz im Zentrum. Dass er mir seine Freundschaft anbietet, dass er mein Freund sein möchte. Das hat mich in den letzten Jahren ganz schön gepackt, dass er mir das ermöglicht, einfach mit ihm in Beziehung zu sein, in einer persönlichen Beziehung, dass er sich für mich interessiert, wie es mir geht, was mich ausmacht. Ja, und dass ich ihm alles anvertrauen kann, ist einfach schön. Ganz ehrlich, das kann ich nur unterstützen. Ich so dankbar bin im Augenblick, dass doch einige Kirchen geöffnet sind, wo man hingehen kann. Ich tue das oft. Geh einfach hin, zünde eine Kerze an, nimm mir ein paar Minuten Zeit und leg all das so zu ihm, was ich so auf dem Herzen habe. Und das tut richtig gut. Ja, das kann ich gut. Richtig, richtig gut. Kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Bist du Jesus schon ins Netz gegangen? Wir laden dich ein. Bin einfach mal ein paar Minuten still und nehmen mir einen Augenblick Zeit. Und vielleicht entdeckst du dann seine Strahlkraft und seine Faszination neu. So, Benedikt,
jetzt bin ich echt durchgefroren. Das ist gebe ich ganz schön eisig, ne? Ja. So, ich begebe mich jetzt auf den Weg und drehe meine geliebte Runde um den See. Ja, viel bis Spaß. Bald. Ich gehe nach Hause. Ciao.